Tag, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der offiziellen Release-Version 2.6.1. Ja, wer ist denn Meldor hier? Der pafft hier so rum. Sprechen wir mal an. Oh, er hat einen Husten. Was willst du? Ich sehe mich hier nur um. Und wo genau willst du hin? Ich suche hier auf der Insel nach meinem Vater Vosper. Doch bevor ich die Suche starte, versuche ich euch zu helfen, hier rauszukommen. Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Gott, der hustet aber ab hier. Ja, wo ich Kraut kaufen kann. Wieso soll ich Kraut kaufen? Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Junge, Junge. Nö, keine Ahnung. Na, dann ist er gut. Okay. Lassen wir ihm seinen Geldbeutel. Das ist ja schließlich einer unserer. Du da, jo. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet? Hey, Matteo, bist du es? Was machst du denn hier? Ich bin's, Roland. Roland? Was treibt dich denn hierher? Moment mal, diese Rüstung. Du gehörst doch nicht der Miliz an, oder? Wer hätte das gedacht, dass dein Kindeswunsch doch noch in Erfüllung geht? Nicht ganz. Noch bin ich kein Paladin. Übrigens gehöre ich jetzt zur königlichen Marine. Miliz, Marine oder Paladin, ist doch egal. Du steckst anscheinend schon mittendrin, einer zu werden. Sag mal, du bist doch nicht wegen den Orks hier, oder? Wenn ja, ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Du siehst ja, was aus der Stadt wurde. Nur keine Sorge. Ich bin hier, um nach dem Rechten zu sehen. Einen Krieg zu führen, steht nicht in meinen Absichten. Ich bin außerdem auf der Suche nach Vater und Mutter. Deine Eltern waren auch hier unten in der Kanalisation. Sie flohen aber jedoch, bevor die Orks oben den Leuchtturm besetzen konnten. Ah ja, klar. Out of memory. Ja, eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle. Und zwar hatte ich eben einen Absturz gehabt, beziehungsweise ein Out of memory beim während des Speicherns eines Spielstandes. Und da gab es einen Breakpoint Error. Ich habe den 4G-Patch drauf und habe mal eben im Community-Forum geguckt und dann habe ich einen Verdammt, Hotfix. Was ist los? Ja, ich will doch nur erzählen, dass ich einen Hotfix jetzt installiert habe. Vielleicht geht dann der Fehler weg, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, ich spiele auf einer glasklaren Modifikation. Hey du! Also, hallo, Meister Konstantino. Hallo, Roland. Wie geht es dir? Wir haben uns ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Danke, mir geht es soweit gut. Der lässt mich nicht ausreden. Hast du dich auf Atalos? Sag bloß, die Orks haben auch diese Insel erobert. Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe aus anderen Gründen Atalos verlassen. Na schön. Hauptsache, du bist hier. Korinthis kann jetzt jeden gebrauchen. Ja, also was ich noch zu Ende bringen wollte, ist so von wegen, ich habe jetzt den Hotfix mit drauf installiert und hoffe, dass jetzt solche Fehler nicht sind. Allerdings habe ich noch eins und zwar auch wieder zur Information, die Startmusik, die neue Startmusik, die wird irgendwie doppelt abgespielt und ist leicht versetzt. Vielleicht kann da jemand was dazu sagen. Was hat er denn an Ware, der Konstantino? Vielleicht gibt es ja noch irgendwas ganz Wichtiges. Ja, da wieder Gürtel der Ab. Nee, hier Gürtel des Feuerläufers. Schutz vor Feuer. Mhm. Wie teuer? Teuer. 500. Dann reine Lebensenergie. Zur Herstellung eines mächtigen Trunkes. 2500. Oh, reines Mana 2500. Dann haben wir hier die göttliche Kraft der Gestirne. Das haben wir an anderer Stelle schon mal gesehen. Gibt es sonst noch was Wichtiges? Nein. Ja. Dann enden wir es hier mit. Dann Dolo. Und da haben wir Greta. Hey du! Ja, hier Verdammt, kann ich nur... was ist los? Ja, Greta ist gut. Du bist ja immer nur am rumschreien. Oh, toll. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich? Weiß ich nicht, wie viele Dietriche habe. Ich habe, muss ich auch mal nachgucken. Ja, das sind Schraubendreher hier in der Version. Also das ist die Eliva-Version. Auch die neue Eliva-Version. Wie schon gesagt, alles neu installiert. Alles glasklar installiert.
alles neutral auch. Da sind sie. 18 Stück. Gut, okay, dann kann ich noch weiter hier versuchen. Na, also klappte doch. Und da haben wir schöne Sprüche drin, wie Feuerball, wie leichte Wunden heilen und einen großen Feuerball. Und ein bisschen Jolt. Das ist gut. Ja, gleich mal an der Stelle speichern. Mal gucken. Ja, jetzt scheint es wohl zu funktionieren. Jawohl. Okay, ansonsten werde ich die Speicherstellen dann wieder schön smooth herausschneiden. Weil es doch ein bisschen dauert. Wo kommst du denn her? Hanna! Von einem Kriegsschiff des Königs. Mein Name ist Roland. Und wer bist du? Ich heiße Hanna. Als die Orks angriffen, bot ich allen meinen Keller als Unterschlupf. Nun sitzen wir hier fest. Doch zum Glück kommt man von hier aus zum Meer, wo der Händler Bertram auf uns wartet. Moment mal, wieso erzähle ich dir das? Ich weiß ja gar nicht, ob ich dir trauen kann. Du kannst ja einer dieser verräterischen Orksöldner sein, welche sich unehrenhaft die Rüstung der Miliz angeeignet hat. Komm mir bloß nicht zu nahe, Fremder! Bleib mal ruhig hier! Warum sagst du Bertram statt Baltram? Mann, oh Mann, oh Mann. Hanna, Hanna, Hanna. Ja, also. Hier hatten wir ja irgendwie einen Ork in der ersten Version gehabt. Hey, wer bist du denn? Wie bist du hier reingekommen? Ja, von unten. Mein Name ist Roland. Ich komme aus... Mich interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wie du hier reingekommen bist. Ach so. Nun, Baltram gab mir einen Schlüssel zur Kanalisation. Was machst du hier eigentlich? Mein Name ist Brahim. Ich stehe hier Wache wegen der Orks. Nebenbei zeichne und verkaufe ich Karten. Gerade da die Orks Korinnes eingenommen haben, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Wer weiß, vielleicht könnte sie dir ja eines Tages hilfreich sein. Zudem ist sie sehr günstig. Ja, ist es das? Ist es das? Dann muss ich mal gucken. Ob die günstig ist, habe ich denn eine Karte? Schon. Ne, ich habe so eine. Ansonsten, ach ja, Karten, Karten, Karten. Was haben wir denn hier? Karte von Tamora mit alten Minen, Karten zur Kohlenmine und sonst habe ich keine. Doch hier Athanos, Karte von Condera, Karte Tamora. Dann wäre das wohl praktisch, von ihm eine Karte zu kaufen. Ja, kannst du mir einige Fragen beantworten? Zeig mir deine Karten. Zeig mir deine Karten. Gerne. Gutes Kartenmaterial ist nun mal wichtig. Brahim, Landkarte Korinnes, Stadtkarte Korinnes, Landkarte Minental, Karte der Heiligen Schreine, oh, da hat er viele, sehr, sehr alte Karte. Was kosten so eine? 250 sollte ich mal nehmen. Ich werde jetzt alle nehmen, ich habe noch genug Jolt, und zwar also 350, Landkarte Minental. Karte der Heiligen Schreine, könnte man eventuell brauchen, später vielleicht, wenn alle wieder zurück sind. Okidoki, dann werde ich nochmal sicherheitshalber. Weiter geht's mit der Befragung. Wie heißt er nochmal? Kannst du mir einige Fragen beantworten? Klar, Brahim, ne? Ja, was natürlich. Willst du Brahim. Wissen? Ja, ich möchte mal wissen, wo Bosper, mein Vater, sich weißt aufhält. Weißt du, wo sich mein Vater Bosper aufhält? Bosper ist dein Vater? Nun, ich weiß nur, dass Bosper und seiner Frau die Flucht gelungen ist. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber ich habe die schlimmsten Geschichten über Orks auf der Insel gehört. Es ist also sehr unsicher da draußen. Ich werde meine Eltern um jeden Preis finden. Trotzdem, danke für die Auskunft. Was willst du noch wissen? Ja, wo Hanna und Gritta sind, weiß ich. Aber trotzdem möchte ich ganz gerne hören, was er über die denkt. Wo finde ich Hanna? Hast du sie nicht auf dem Weg hierher getroffen? Ich glaube, du bist glatt an ihr vorbeigelaufen. Ja, wirklich? Ich werde dann noch mal genauer nach ihr Ausschau halten. Was willst du noch wissen? Wo ist Gritta? Wo finde ich Gritta? Keine Ahnung. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihr gestritten. Lass die Pfoten von ihr, sag ich dir. Du verbrennst denen nur die Finger. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Was willst du noch wissen? Zurück will ich wissen. Zeig mir deine Karten, haben wir. Was macht das Kartenzeichnen? Oh, mal gucken. Was macht das Kartenzeichen? Ach, im Moment läuft gar nichts. Wie du siehst, muss ich hier Wache stehen. Die Lage? Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Ich frage mich, warum die Orks nicht versucht haben, hier in die Kanalisation einzubrechen.
Natürlich fehlt ihnen der Schlüssel dafür, aber die Tür hat bisher keinen Kratzer. Trotzdem haben wir zur Sicherheit hier alles abgedichtet und ich stehe noch dazu Wache. Wie? Du allein willst die Orks aufhalten, wenn sie euch entdecken? Nein, das nicht. Ich passe nur auf. Vor allem, dass hier unten keiner zu großen Krach macht. Wieso? Wer macht denn Krach? Nun, der eine oder andere. Vor allem aber diese Gritter. Mir wird Himmelangst, wenn die anfängt zu schimpfen. Mich wundert, dass von dem Gelaber die Orks noch nichts mitbekommen haben. Wenn ich also höre, dass irgendwelche Unterhaltungen von unten zu laut werden, gehe ich runter und sorge dafür, dass es wieder ruhig wird. Wir können es uns schließlich nicht erlauben, dass die Orks Verdacht schöpfen. Jo. Okay, dann versuche ich nochmal abzuspeichern. Ja, das hat geklappt. Und wir gehen weiter zu einem nächsten Raum. Und zwar war der hier irgendwo links. Genau. Wer meine erste Version gesehen hat in der Kanalisation, dem sei gesagt, es wird anders werden, auf jeden Fall. Und ich werde es auch anders anfangen. Und? Wie läuft das Geschäft so? Soll das ein Witz sein oder was? Solange ich hier sitze, läuft gar nichts. Ich kann nur hoffen, dass die Orks meine Gaststätte nicht niedergebrannt haben. Ja, okay. Fernando nochmal fragen? Hallo, bist du nicht der reiche Händler Fernando? Reich. Nicht mehr. Und bevor du die Wahrheit von einem anderen erfährst, zeige ich es dir lieber selbst. Ich hatte an einigen Banditen Waffen verkauft. Dann aber kam ein Fremder, der mich überführen konnte. Ich kam ins Gefängnis und mein Vermögen wurde konfisziert. Als aber die Orks Korinnes angriffen, war der Gefängniswärter Bolter noch so menschlich, mich aus meiner Zelle zu lassen. Noch sei Dank, die Orks hätten mich sonst sicher umgebracht. Wie es aber jetzt weitergehen soll, tja, ich habe keine Ahnung. Und jetzt? Womit verdienst du jetzt dein Gold? Genau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Exactement. Warum erfahre ich das erst jetzt? Gibt's noch ein paar Truhen, die werde ich irgendwie offscreen knacken und weiter gucken und überlegen, was ich denn jetzt nochmal Neues anfangen werde zu machen. So, also, wir sehen uns später. Ich habe mich doch noch ein bisschen hier umgeguckt, beziehungsweise im Menü von dem Arkan, das er mir hier gegeben hat, also den Spielstand, wie in der ersten Folge ja berichtet. Ja, Armbrust 10% und Bogen 5% Anfänger, da werde ich doch auch gleich mal gucken. Ja, ich habe ja hier mit dem Jagdbogen ja kaum Trefferchancen, beziehungsweise Schaden, und ich werde mich doch auf die leichte Armbrust mit Schaden 60 mal umrüsten. Sollte ich dann ihm doch noch ein bisschen was lernen? Ich will von dir lernen. Na, dann schieß mal los. Werde ich nämlich machen, indem ich ganz einfach mal hier, das müsste dann eigentlich alles sein. Indem ich von ihm ein bisschen mehr Armbrustgeschick kriege. Jetzt sind wir immer noch auf 20%. Ja, weiter geht's. Und zwar habe ich natürlich, muss ich jetzt mal gucken hier, keine Lernpunkte mehr. Und dann werde ich mal wieder zurück zu dieser Insel schwimmen. Ja, hier wieder in der Fischerbucht zurückgekommen. Und dann werden wir Don Dolo erstmal eine bessere Waffe nehmen. Gut. Geben, besser gesagt. Und zwar diesen Bogen, den ich da gar nicht haben kann, weil der hat nämlich 60 Schaden. Das ist gut. Ja, dann komm mit. Komm mit. Auf geht's. Und jetzt mache ich es anders. Und zwar werde ich Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Ja. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Achtung, Überraschung, zum Leuchtturm geht's. Warte auf mich beim Leuchtturm. Oh, na gut. Ganz cool. Dann gehe ich mal los. Damit er dann schon da ist, wenn ich zum Leuchtturm klettere. Also hier über die Bürgerin nicht. Ach, hier ist noch ein Kochlöffel, den können wir mal mitnehmen. Barim, ja gut. So, und da hinten war ja unsere Leiter. Ja, so. Bevor was passieren sollte,
Und dann steig ich mal hoch hier. Hoffentlich bleibst du nicht hängen hier. Weil das ist ein ziemlich schwieriger Übergang hier oben. Da muss man... Ich fasse es nicht. Menno, Menno, komm hoch. Geh hoch. Tu was, sag was, mach was. Aber bitte, bitte bleib... Ja, oh, jetzt... Oh. Das ist mal ein bisschen schwerlich hier, ne? Also, einfach mal so rüber zu gehen. Aber jetzt weiß ich, dass hier noch eine Leiter ist irgendwo. Müssen wir... Ja, genau, da ist er schon. Richtig. Also mal hier. Ach, hier will er? Ja, hier will er. Gut. So. Gucken, wie das hier ist. Ah, hier tritt er richtig auf die Stufen drauf. Wow. Klasse. Okay, jetzt sind wir hier oben. Waffnen uns mit der Armbrust. Klettern hier oben hoch. Gucken mal, was passiert. Oder wieder weg. Okay, ein bisschen weiter nach vorne. Oh, wen hat er denn jetzt? Okay, jetzt los, komm. Ja, ihr hüpft so rüst. Die hüpfenden Orks. Nein! Oh, ein Glück, er ist wieder weg. Oh yeah. Glück gehabt. Immer drauf hier. Yeah. Ist erledigt. Wo sind die anderen? Wo ist Dandolo? Ist der noch nicht hier? Da hinten ist ein Wag. Ah, mal gucken. Ach, der muss irgendwie hier unten sein. Die sind hier unten, im Haus unten. Okay. Ah, also mal gucken hier, ob ich den Wag kalt machen kann. War ja irgendwo hier. Na, da hinten ist er. Jawoll. Ohne mit der Wimper zu zacken. Dandolo, wo bist du denn? Du hast normalerweise deinen Punkt hier, ich weiß das. Wird's natürlich übelst. Wir sind ja noch irgendwie mindestens zwei Orks. Ah, da stehen sie schon. Mhm. Und da fliegt einer. Wieso fliegt der da? Oh. Ja, hau mal Rücken hier. Los. Ich dachte, ich bin Meister hier. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt. Hätte mich aber ganz schön kalt nass gemacht hier. Kalt nass gemacht. Nampok, der hat auch diese schöne Trune dabei. Aber wieso ist hier einer vom Himmel gefallen? Der hat mir die Lernpunkte hier geklaut. Das gibt's doch nicht. So, trinken. Na, zu trinken haben wir ja viel. Gluck, gluck. Und wenn wir schon im Inventarmenü sind, dann können wir ja auch schon wieder mal die Leuchtturmsruine mit... Leuchtturmsruine. Alter, ja, ich weiß. Die fünf mal anlegen. Jep. Ja, gucken, was verbirgt sich noch? Hier verbirgt sich eine leckere Drachenwurzel. Und Feldknöterich. Sehr schön. Und immer noch kein Dandolo in Sicht. Mein Gott, wie läuft er denn? So, den da Mark ist nicht ja zu holen. Mal gucken wir mal, was wir hier am Baumstumpf haben. Bin jetzt so blöd, ne? Warum habe ich etwas getrunken, wo ich doch einfach hätte nur was schlafen können? Naja. Wie schon gesagt, das ist jetzt die neueste Version für mich, die ich hier spiele.
Ich fange mit Kapitel 3, also mit Corinne ist wieder neu an. Und schlafe jetzt mal eine Runde. Vielleicht ist dann bei Sonnenaufgang der Dandolo an seinem Posten. Weil ich mich frage, was noch hier in dieser Truhe ist. Fünf Dietriche, Degen und geblattene Fleiße. Ach gut. Was war denn hier noch? Eine Krusch Agasch. Nee. Ich hab doch gesagt, du sollst am Leuchtturm warten. Wo bist du denn, du Heinz? Welches er ist? Früh morgens da, muss ich nochmal schlafen. Und dann schlafe ich mich mal hier ein bisschen hin und sage bis zum nächsten Morgen. Schlafen. Vielleicht ist ja ein Dandolochen bei mir. Kann ja sein, man weiß es nicht, ne? Da ist er doch. Hi Dandolo, cool, dass du da bist. Komm mit. Komm mal mit. Guck mal. Habe ich alles alleine gemacht, ganz ohne deine Hilfe. Guck, siehst du? Die sind alle hier am rumliegen, ne? Du pass mal auf. Du bewachst mal hier den Ort und... Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine. Gut. Ja, okay. Und zwar bleib mal hier. Warte auf mich. Ja, das wissen wir. Während ich mal wieder runtergehe zu der Küste da unten. Und die Leute Bescheid sage, dass hier oben wieder Platz ist. So, Farim, dann erzähl mal. Er erzählt nichts? Hä? Okay. Nicht so viel hin und her laufen. Ja, das wird wahrscheinlich wohl sein, dass ich wieder hoch muss. Und ich glaube... Ja, okay. Dass noch ein Ort irgendwo sein muss. Jawohl. Scavenger-Kram hier. Den kriegt man ja so hin. Ja, wo ist denn jetzt noch ein Ork? Gibt's denn hier noch ein Ork? Versteckt sich hier noch ein Ork eventuell? So ein mieser, dümmlicher? Nee. So, da steht unser Dandolo. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, wahrscheinlich oben auf dem Turm. Ja, natürlich. Menno, logisch. Da muss ja noch einer sein. Oder zwei, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Da kriege ich die alleine hin. Ja. Na, ne? Da ist er. Da ist noch ein Ork-Kriegerchen. Da ist noch einer. Zwei von der Sorte. Okay, komm. Los, schlacht mal den Ork da ab, ohne dass man mich hier abschlachtet. Los, umdrehen. Schnell hacken, hacken, kacken. Fertig. So sieht das nämlich aus. Das war auch mal wieder knapp hier, was meine Lebensgeschichte angeht. Und es gibt noch ein Elixier der Heilung. Und einen großen Lederbeutel. Perfektor. Elixier. Noch ein schönes Essenzchen. Ach, das soll mal reichen. Und einen großen Lederbeutel. Mal gucken, was wir drin haben. War denn hier was drin? Krauttabak. Wo ist der große Lederbeutel? Na, wieder nicht da. Okay, später. Ja, falls sich einer wundert, dass jetzt hier irgendwie die Leichen hier in einer anderen Kombination hier liegen, dann sei gesagt, dass mir, als ich abspeichern wollte, das Spiel einfach abgestürzt ist. Das habe ich nämlich jetzt noch sehr oft und bin dabei auch da die Quelle zu eruieren. Ja. So, jetzt dürften wir es eigentlich geschafft haben, oder?
der Leuchtturm von Corin ist, dann fetzen wir... Ach ja, richtig, ich muss ja noch ein bisschen was trinken. Das habe ich vergessen noch zu machen. So, dann werden wir noch gleich mal hier... Nein, nicht Leuchtturm, Varaneninsel, aha. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich doch gar nicht hin, liebe Leute. Mein Gott, ich muss doch wieder runter zur Küste. Also, wir sehen uns an der Küste. Ufarim, sag was, bitte. Wegen dem Leuchtturm von Corinis. Er ist wieder frei. Ist das wahr? Du konntest die Orks tatsächlich erledigen? Ja, ich hoffe nur, dass die anderen Orks nicht so schnell Wind von der Sache bekommen werden. Das hoffe ich auch. Ich würde dir ja gerne etwas für deine Hilfe geben, aber ein Flüchtling hat nicht viel in der Tasche. Schon gut. Hauptsache ist, dass der Fluchtweg wieder frei ist. Ja. Auch diese Mission ist erledigt. Mein Gott, oh Gott, war das wieder ein Kampf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter mit der 2.6.1 Version. Elhiver Release. Und schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen, abonniert mich. Ich sage Tschüss. Mal gucken, was es hier noch zu finden gibt.